Standing Ovations für die vierte Revolution, den Film, der alles auf den Kopf stellt. Und auch bei der Filmpremiere war nichts wie sonst. Nicht rot, sondern sonnengelb war der Teppich, über den 500 geladene Gäste des Kino International flanierten. Da wurde auch die Presse neugierig. Fotografen, Kamerateams und Zeitungsleute scharten sich um die prominenten Gäste und natürlich auch den Regisseur und seine Protagonisten. Euphorie nach dem Screening. Doch wie steht es um den Kampfgeist der Sympathisanten? Es war wirklich bewegend. Also ich finde die Botschaft toll. Ja? Wir können die Welt verändern. Es läuft. Es wird passieren. So viel Siegesgewissheit muss gefeiert werden. Und eingeheizt durch das Bukahara-Trio macht die Crew um den Regisseur Karl A. Fechner bis in die Nacht hinein Party mit den Partisanen. Der erste Schritt ins neue Zeitalter ist vollbracht und die vierte Revolution zieht weiter von Berlin in die ganze Republik.